Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier in einem weiteren Mod-Special von mir. In der heutigen Episode möchte ich euch ganz, ganz gerne einen wunderschönen alten amerikanischen Klassiker repräsentieren. Und zwar, tamtaratam, den Oldsmobile Hearst heißt dieses Fahrzeug. Kurze Eckdaten. Hier im Überblick, Oldsmobile Hearst 442 nennt sich dieses Modell mit 176.000 Kilometer. Ich habe den Wagen bereits komplett fertig restauriert, wie man sieht. Die Leistung habe ich von 600 paar zerquetschten PS auf 1288 steigern können. Das ist natürlich echt brachial, also man kann sagen rund 1300, und ich kann euch sagen, der Wagen geht wie Hölle, echt, also es ist so übel. Ja, V8 OHV Motor mit Kompressor Antrieb, und ja, bezahlt habe ich für den Wagen 25.000 und habe jetzt mit der fertigen Restauration immerhin einen Wert, oder einen sehr guten Wert, von knappen 102.000 Dollar also hinkriegen können. Und ja, dann würde ich mal sagen, werfen wir erstmal einen Blick unter die Haube. So sieht das Schätzchen aus. Das Herzstück, dieser 8-Zylinder-Motor mit hier den Kompressorantrieb. Ja, und wie man sieht, ich habe alles eben auf Tuning ausgelegt, logischerweise auf Leistungssteigerung. Also der Wagen hat modifizierte Vergaser-Einheiten, 2 Stück. Zündanlage ist komplett modifiziert, dann die Zylinderköpfe sind modifiziert, einfach alles, also die Kolben, sogar Lichtmaschine und sogar die Servopumpe ist alles vom Tuner. Also wirklich, da habe ich mit viel, viel Liebe und mit viel Geld auch restauriert, aber ich bereue gar nichts. Den Wagen möchte ich dann auf jeden Fall behalten, weil zum Verkaufen ist er zu schade, finde ich jetzt persönlich. Ich habe noch genug Fahrzeuge, also zum Verkauf bleibt noch einiges über. Ja, so sieht das Schätzchen von innen aus. Also ich finde wirklich den Wagen wunderschön. Wow, okay. Diese Sitzposition kenne ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Muss ich ehrlich zugeben, dass man hier so tief sitzt. Ja, auf jeden Fall so sieht es aus. Von der Beifahrerseite. War jetzt komisch, weil normalerweise sitzt man ja auf ungefähr Kopfstützenhöhe, aber naja, okay. Ja, Kofferraum, nichts Spektakuläres. Jetzt schauen wir mal, wie es hier auf der Fahrerseite aussieht. Ah ja, okay, da sitzt man normal und dann auf der Beifahrerseite muss man liegen. Komisch, naja, wie dem auch sei. Ja, wie man sieht, ich habe hier einen Lenker von Pagani, vom Huayra habe ich den Lenker verwendet. Ich weiß, diese Knöpfe, die machen eigentlich bei so einem alten Fahrzeug gar keinen Sinn, und es gibt keine Funktion, die bedient werden könnte bei dem Wagen, aber ich finde einfach, dass der Lenker stylisch aussieht, also das Lenkrad passt irgendwie total zum Wagen, zu diesem wunderschönen Braun, und deswegen habe ich den auch benutzt. Genau, dann machen wir mal einen Soundcheck vom Motor. Ja, blubbert halt so, wie es sich gehört für einen 8-Zylinder-Motor. Wunderschön. Jo, eine Probefahrt machen wir heute nicht. Aus einem einfachen Grund. Das könnt ihr gerne euch dann angucken im nächsten Video von mir. In dem Video, wo ich dieses Fahrzeug restaurieren werde. Oder restauriert habe, besser gesagt. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch schon am Ende der heutigen Episode angekommen. Ja, ihr wollt vielleicht sogar dieses Fahrzeug auch haben, also ebenfalls runterladen, könnt ihr natürlich gerne machen. Den Download-Link hinterlasse ich euch wie immer unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Dort einfach draufklicken, dann kommt ihr direkt zu der Mod-Webseite und könnt diesen Mod runterladen. Das ist so ein RAR-Package, genau, also so ein gepackte Datei. Und wie man das Ganze installiert, steht auch auf der Website drauf, ist kein großer Akt normalerweise. Und an dieser Stelle noch ein kleiner wichtiger Sicherheitshinweis bezüglich Umgang mit Mods. Bitte macht vorher eine Datensicherung auf dem Computer, das heißt, alles, was euch wichtig erscheint, bitte irgendwie auf dem externen Datenträger sichern. Da Mods teilweise Schwierigkeiten machen können auf dem Computer, müssen aber logischerweise nicht. Hier bei mir laufen bis jetzt alle Mods einwandfrei.
Ich glaube, ich habe nur einen einzigen Crash mal gehabt des Spieles. Doch, jetzt habe ich fast gelogen. Und zwar, ich hatte schon mal einen Absturz, aber Gott sei Dank, es waren keine Daten verloren gegangen, sondern einfach nur ist das Spiel eingefroren, dann ging nichts mehr, musste ich neu starten, fertig, dann ging es wieder. Also, das kam einmal vor und deswegen solltet ihr auch diesbezüglich gewappnet sein, damit ihr keine böse Überraschung erlebt. Ja, das war es so von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr natürlich liebend gerne mich abonnieren. Glöckchen drücken nicht vergessen. Und dann werdet ihr mal schön benachrichtigt, sobald ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und ich hoffe, bis bald. Also, bis denne. Ciao, ciao.